So, liebe Leute, rein geht's ins Qualifying heute im LFL 2020. Heute ist Samstag, 14 Uhr, das heißt, es gibt wieder ein bisschen was zu fahren. Die Trainingsergebnisse machen eigentlich guten Mut. Platz 5 und zweimal Platz 1. Und dann werden wir, dass wir das im Qualifying jetzt auch gleich noch hinkriegen. Let's go. So, da sind wir. Wir fahren auch ziemlich direkt auf die Strecke. Würde ich sagen, wir wollen eine saubere Runde erwischen. Erst in den Rausfeld ist der Racing Point da vorne. Hinter uns ist ein Mercedes. Das könnte Bob Bottas wahrscheinlich sein. Mal jede Vermutung. Ich fahre bewusst mal ein bisschen vorsichtiger. Mal gucken, ob es reicht, aber wir schaffen trotzdem vorne auf der, mal vorne zu stehen, mal eine Pole zu holen. Die fehlen uns ja immer noch. Die Trainingssession haben wir ja mittlerweile auf 1. Aber es fehlt der Pole zum Beispiel. Die haben wir, glaube ich, ein oder zwei geholt, aber jetzt sind durch die Strafe jetzt mal wieder aberkannt worden. Aber sind sie, glaube ich, offiziell nicht gezählt worden. Mal schauen, ob es dieses Wochenende hinbekommt. Nee, das ist nicht Bottas, das ist Hamilton. Vorteil ist, dass ich jetzt ein bisschen mich ziehen lassen kann von ihm. Weil ich dir bewusst habe, wo ich den vorbeigelassen habe. Ja, jetzt habe ich mich ein bisschen verloren, weil ich umstellen musste. Ah, ich denke, das wird er mir wegziehen jetzt gleich. Ja, 18 Minuten stehen heute uns im Haus, ins Haus. Beziehungsweise wir jetzt nur noch knapp 16 und 2 Minuten sind schon weg, aber da wir ja auch noch in der ersten Runde sind, versuche zwei mit dem Auto zu fahren. Wir gucken mal den. Aber Hamilton eingefangen bekommen noch. So, Let's Fall, bester 17.6. Hamilton wird sie jetzt gleich knacken. Das würde mich schwer wundern, wenn es mich nicht so wäre. 17.0 und wir kommen nicht dran. 18.2. Also so eine schlechte 1,2 Sekunden Rückstand. Boah, das 16.6. Also damit können wir die Pole auch definitiv jetzt anschwenken. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass wir so schlecht dabei sind. Soll ich da 1,2 Sekunden holen? Ein bisschen mehr noch was von. Ein bisschen werden wir noch holen, aber nicht viel. Es
wird nicht unbedingt nach vorne reichen. Platz 8 ist es momentan nur. Ich würde jetzt nochmal einen Sprung geben. Auf 7 zwischen Ocon und Kwiat. Haben wir jetzt nicht gerechnet. Ich dachte mir, ja, das kriegen wir schon irgendwie hin. Wir schaffen uns noch mal den Poll. Aber dass wir dann noch einmal so weit weg sind. Also einmal eine Sekunde. Oder fast eine Sekunde. Vor uns ist jetzt eine McLaren. Ich fahr schon auf Mager, Leute. Ernsthaft. Verstappen. Es ist bitter natürlich, dass ich den Racing Point nehme, weil da. Aber das kann ich jetzt nicht riskieren. Okay, da gehe ich mal doch. Wieso wäre doch eine Lücke, Perez war's und jetzt kommt doch. Mick hinterher, den ich versuche jetzt gerade natürlich nicht aufzuhalten. Der vielleicht mal noch eine Runde setzen kann. Momentan sind wir auch nur auf P8, also ist nicht gut. Das ist nicht wirklich gut, bin ich nicht zufrieden mit. Die Chancen waren da, ein bisschen was da vorne zu machen, aber jetzt schiebt sich der Gästchen noch auf neu ab. Auf Platz 8. Jetzt sind wir doch wieder auf 9, das was wir gut gemacht haben. Und der Rückstand wird eine Sekunde knapp sein. Zehnter sogar nur. Ja, wenn wir jetzt mal gucken, wie weit jetzt. 1,3 Sekunden sind es am Ende. Die uns auf die Spitze fehlen. Jetzt sagen wir sogar auf 12. Also wir sind echt zurückgereicht, weil wir waren zwischendurch mal Siebter. Und jetzt sind wir sogar auf 12 zurück. Uns fehlen noch 4 Autos. We're 22nd in the speed trap. 333.6 kilometers per hour. Es fehlt noch Ricciardo, es fehlt noch Raikön. Raikön geht auf 18, Ricciardo fehlt noch, Russell fehlt noch. Ja, und auf einmal werden so viele Hoffnungen zunichte gemacht, dass es auf einmal gar nicht mehr passt. 13. Ich weiß nicht. Es ist jetzt gerade unerklärbar oder erklärlich, woran es liegt. Wir haben jetzt kurz als 6 Positionen verloren. Track is pretty empty right now. Lots of space. Ja, versuchen wir es nochmal. Wir müssen ja irgendwie was reißen. Ich glaube, es sah so gut aus in den Trainingssession. Und auf einmal stehen wir am Samstag da, wo wir eigentlich nicht erwartet hatten. Stehen wir nämlich auf 13. Naja, schauen wir mal, was jetzt möglich ist. Wir haben vorhin schon von 1,3 Sekunden, wir müssen die auf jeden Fall, fast 1,5 Sekunden, sie auf jeden Fall aufholen. Oder zumindest so viel wie möglich. Und dann schauen wir mal, was drin ist.
So, ja. Und auf einmal sind die kompletten Hoffnungen auf eine gute, auf eine Pole mal dahin, wenn da jetzt nicht der nächste Sprung kommt. Jetzt kommt Ferrari raus, das ist natürlich das Glück, dass er uns schön genau vor der Nase steht. Wenn er mitdenkt, Leclerc ist es übrigens. Wenn er mal mitdenken würde und nicht sagen würde, ich schleiche da jetzt die ganze Zeit rum. Der bleibt aber auch ideal in hier, ne? Der bleibt. Dankeschön, dass er mir nochmal fast eine halbe Sekunde gekostet. Der bleibt aber auch schön auf der Ideallinie die ganze Zeit. Ja, ist egal, das Auto da hinter mir stört ihn nicht. Ich hatte 0,8 Vorsprung. Die hat er mir jetzt komplett wieder runtergefahren. Wird natürlich nicht reichen, um mit einem ganzen ordentlichen Sprung nach vorne zu machen, so Richtung Pole. Dafür fehlt der Abstand. Jetzt ist nur Platz 5. Und jetzt schauen wir mal, war jetzt auf der freien Runde was gerissen bekommt. Das klingt schon mal ein bisschen angenehmer. Als irgendwo da jetzt sind, da hinten im Ende des Feldes. Sogar Platz 4. So, jetzt gehe ich noch mal in die Box und hole noch mal einen Satz. Nur 5 Minütchen. Jetzt noch mal ein frischer Satz und dann versuche noch mal was zu machen. Ich weiß nicht, was im Moment der Vorsprung ist. 16,6 oder was? Von Bottas die Zeit, das sind gut eine halbe Sekunde. Das macht auf jeden Fall sehr viel aus mit einem frischen Satz Reifen. Vielleicht haben wir es. Ne? Haben wir doch noch mal eine kleine Chance, uns irgendwie noch zu retten. Ich weiß nicht, wie schnell die Konkurrenz wird. Hamilton geht es vor auf 1, auf 16,2, wenn es so ist, ne? Scheiße, ne, wenn man aber mal im Weg stehen muss. Jetzt war vorbeikommen. Ich versuche gerne mal deine Runde, das hast du mir nämlich auch getan gerade. Also, Führung mit Herrn Hamilton, Bottas, Verstappen und dann sind wir dran. So, ich versuche nochmal eine Runde zu sitzen. Leclerc geht rein. Der wird definitiv nochmal versuchen, nochmal einen Satz zu setzen. 3 Minuten 30 haben wir noch. Zeit genug ist.
So, ich werde mal natürlich jetzt rausfahren, das ist klar. Ich versuche nochmal den Satz zu ziehen, damit wir einfach wirklich nochmal eine Chance haben. Vielleicht haben wir es ja doch noch. Irgendwas zu reißen, nochmal noch eine Pole zu holen. So, Forschung, der Williams geht jetzt auf der Fahrt auf die Strecke. 16-2, wenn ich es richtig gesehen habe. Ah, Hamilton, das wird schwierig werden, da vorne ranzugehen. So, Teamkollege geht ebenfalls mit. Natürlich will ich den Williams, versuchen jetzt zu überholen, das ist klar. Weil ich brauche die freie Strecke. Ich darf jetzt kein, Hindernis vor mir. Ja, einfach mal jetzt eine freie Bahn zu kriegen. Um vielleicht doch noch die riesen Chance haben. Eine Minute 40 haben wir noch. Vielleicht haben wir eine Chance auf ein gutes Ergebnis. Und dann stehen wir in Reihe 2. So, auf geht's. Just 30 seconds left in the session. Ja, es wird jetzt werden. Scheiße! Da hat man den gerade ganz kurz wieder ausgesetzt, deswegen verliere ich den auch nochmal. Das war's. Es wird nur Platz 4 werden wahrscheinlich. Wenn jetzt nicht noch was Dramatisches passiert. Zehnter! Ach du Scheiße! Da hast du die alle so viel schneller gewonnen, ne? Oh, oh Mann, ich stehe schon wieder da irgendwo der, mittendrin, ey, das ist zum Kotzen. Naja, dann ist das halt so. Schade, ich hatte am Ende des Qualifyings werfen wir einen Blick auf unsere Top 3. Hamilton, Bottas und Max Verstappen. Damit ist das Qualifying beendet, aber seien Sie unbesorgt. Wir sind schon morgen zurück mit dem eigentlichen großen Preis. Ja, da sind sie alle nochmal schneller geworden. Alle sind sie nochmal schneller geworden. Um uns auch nochmal schön nach hinten zu drücken. Platz 10 ist es dann am Ende. Reihe 5. Gut, im Rennen können wir vielleicht noch ein bisschen was aufholen. Mal gucken, was da drin ist. Das ist... schwierig. Es gibt, ist gerade schlecht. Damit hatte ich jetzt nicht erwartet. Ich dachte, jetzt Platz 4, ja, das wäre okay gewesen. Dann wäre vielleicht bisschen besser gewesen. Mal gucken, wie die Strafen noch am Ende aussehen. Und dann sagt er mir. Großartige Leistung da draußen. Naja. Ich nehme an, Sie sind recht zufrieden damit. Nicht wirklich. Sind Sie zufrieden mit Ihrer Startposition im Rennen morgen? Haben Sie irgendwelche Kommentare zu diesem Team? Klasse, das war dann alles. Jo. Ja, das, damit haben wir die Rivalität definitiv gegen Ricciardo verloren, das ist klar. Den hätte ich gerne heute zumindest noch gepackt. Gut, dann war's das, liebe Leute. Scheiße, ey, ja. Haben wir 6 Positionen am Ende verloren im letzten Abschnitt.
Na gut, dann müssen wir es irgendwie trotzdem richten. Gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Das heißt morgen um 14 Uhr mit dem Rennen.